So Leute, was geht ab? Ich habe jetzt 100.000 5-Sterne-Shards. Ich wollte schon immer mal sehen, wie das aussieht, wenn hier die Option gegeben wäre, dass man 10 Stück kauft. Werden wir aber nicht tun. Ich bin kein Fan von Blade. Ich glaube auch ehrlich gesagt, sein Damage ist etwas niedrig. Dennoch habe ich gerade so viele Splitter, dass ich jetzt sage, wir probieren einen Kristall. Aber wirklich, wir probieren nur ein Crystal. Blade muss zwar weg sein, um richtig krank zu sein, aber ich persönlich finde, dass Blade sogar stärker ist oder fast schon nützlicher für meine Verhältnisse, wenn er nicht erweckt ist, weil die Regeneration jetzt mal dahingestellt, aber wenn man halt die Regeneration nicht triggert, dann hat er halt recht viel von diesem Power Gain, wenn der Gegner blutet, was man nicht auszusehen selber wieder recht schnell verbrauchen kann. Deswegen versuchen wir einen Try. Wenn ich ihn krieg, bin ich zufrieden und ich bin dann auch nicht traurig darüber, dass ich ihn nicht dupliziert habe. Aber ich glaube eh nicht, dass wir ihn kriegen. Aber irgendwie würde ich gern mal wieder einen 5-Sterne-Champion aufmachen. Das habe ich schon wieder viel zu viel gequatscht. Jetzt holen wir uns den D. Ich habe keine Ahnung. Dampier Crystal. Oder check ich nicht, was das für ein Wort sein soll? Dampier, Dampier. Keine Ahnung. Anstatt Vampir steht da Dampier Crystal. Na, wie auch immer. Wir werden uns den jetzt holen. Ein. So, jetzt habe ich ihn gekauft. Und ja, mal schauen, was wir rauskriegen. Blade wäre natürlich brutal. Wahrscheinlich wird es kein Blade werden. Dann hoffen wir wenigstens auf irgendwas Krasses, was subfeatured ist. Also irgendein Champion, den es sonst noch nicht gibt in den Crystals. Und ja, ich bin wirklich sehr gespannt. Ja, ich lasse ihn uns einfach ausspinnen. Und wir landen auf Rocket Raccoon. Das ist nicht so toll, aber auch nicht schlecht. Ich mag Rocket an sich eigentlich als Charakter. Ja, wenn es nicht so viel mit ihm anfangen können, aber ein bisschen spielen können wir schon mit ihm. Theoretisch könnte ich ihn sogar wecken, werde ich aber nicht tun. Und ja, sind wir zufrieden mit diesem kleinen Rocket hier. Rocket hat nämlich ein sehr hohes Prestige und da bringt mir in der Arena sicher auch ein bisschen was. Ja, der gute Rocket. Ihr seht hier schon, der kann nicht so viel. Könnt es gerne durchlesen. Macht halt einen unglaublichen Schaden. Wenn er weg ist, ist seine Crit-Chance nochmal höher. Und ja, 5 Sterne Rocket. Könnte schlimmer sein, könnte auch besser sein. Das war mein Versuch für Blade. Mehr wird es nicht geben. Ich warte es auf andere krasse Champions. Und also bevor ich wieder einen gefeatureten aufmache. Und ja, dann wünsche ich euch viel Erfolg, wenn ihr es natürlich probiert. Und ansonsten würde ich sagen, haut rein.